Hallo zusammen, auch was Neues wieder von Blecher und Alex. Ja, ich habe heute zwei Dachse zum Abziehen. Ja, die ziehe ich ab und dann bringe ich sie zum Gerben, zur Gerberei Lutz ins Lechtal. Ja, das ist die einzige regionale Gerberei, wo wir bei uns noch haben. Wichtig ist beim Abziehen immer, dass man ehrenvoll mit dem Tier umgeht. Man macht keine Späßchen und sowas, sondern macht das alles ordnungsgemäß und mit Würde und Ehre. Ja, ich halte euch zwischendurch immer mal auf dem Laufenden, damit ihr auch seht, dass der Blecher und Alex das wirklich alles selber macht, gell? Man muss immer aufpassen, natürlich auch auf die Hände, ne? Ist klar, ein Dachs lässt sich nicht so abziehen wie ein Kaninchen, sondern du musst dir jeden Millimeter erarbeiten. Das ist nicht wie beim Kaninchen, dass man es einfach abzieht, sondern hier musst du von vorne bis hinten schneiden. Okay. Man muss beim Häuten immer mit der Hand überall dabei gehen, den Schädel abtasten, um zu gucken, wo man schneiden muss. Ja, man tastet sich so langsam ran. Man muss natürlich aufpassen, dass man so wenig wie möglich zerschneidet. Und immer aufpassen, und wie gesagt, durch den hohen Fettanteil und so kann man hier nichts ziehen. Man muss sich alles erarbeiten. Das ist die heikelste Stelle, eine der heikelsten Stellen jetzt. In die Nase rum, damit man da nichts verletzt. Okay. Ja, ihr seht, ich bin so langsam am Ende. Aber es ist immer relativ zeitaufwendig bei einem Dachs, weil du wirklich nichts ziehen kannst. Du musst dir alles erarbeiten. Und auch das Fett nachher wird verwendet für die ganzen Pflegemittel und so weiter. Ne? So, der erste Dachs ist zerlegt. Jetzt nehme ich auch den Kopf mit. Jetzt mal auskochen nachher. Ne? Und dann ist das erste Mal erledigt. Ich bin fast am Ende. Und somit ist mein Feiertag heute wieder gut verbracht worden. Ja, eigentlich sollte man nichts machen. Aber dann kommt eben so ein Anruf, jetzt sind sie da, jetzt kann ich sie haben und dann muss ich sie holen. Ne? Das kann man sich nicht immer aussuchen. Ne? Deswegen ist immer selbst und ständig die Devise. Gell? Nicht von wegen, heute habe ich gar nichts und dann kommt sowas. So ist das halt. Gell? Also, bis dahin, euer Blecherne Alex. Gell? Ciao.